Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal das Thema benannt, viele gute Beispiele. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 1, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, auch die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Es sind viele wichtige Punkte drin. Heute wollen wir damit beginnen. Es heißt hier, weil wir eine solche Wolke, also um uns herum, eine solche Wolke von Zeugen haben. Nun, hier ist zuallererst mal das gemeint in der Bibel. Die vielen Glaubenshelden, die vielen Leute, die in der Bibel geglaubt haben, als ein Vorbild, wo wir nachlesen können. Die Bibel sagt an anderer Stelle, dass es uns aufgeschrieben wurde durch den Heiligen Geist inspiriert. Gott hat darüber gewacht, dass wir etwas haben, nämlich, dass es uns dient zur Erziehung, zur Weisheit, dass Gott redet, das Wort Gottes hat Kraft, es ist scharf, es schneidet bis ins Herz hinein, es unterscheidet gut und böse und so weiter. Und was hier der schöne Punkt ist, das sind nicht nur ein paar Beispiele oder einer, nein, da sind viele Zeugen, viele Beispiele in der Bibel, wo wir nachlesen können, wie haben andere das gemacht, wie haben andere das erlebt und vor allen Dingen, wie hat Gott sich verhalten. Ich denke, jeder von uns kennt diese Momente, wenn jemand ein Zeugnis hört oder gibt, was er mit Gott erlebt hat, wie es durchaus glaubensstärkend, ja, ermutigend, tröstend, wie es durchaus eine Sehnsucht in uns erweckt, dass wir sagen, Herr, tu du das auch in meinem Leben und wie wir uns auch damit freuen können. Und in dieser Weise, glaube ich, möchte die Bibel uns deutlich machen, wir sollen sie lesen. Der Heilige Geist will uns damit hineinnehmen, diese Wolken der Zeugen, nämlich zu sehen, wie war es denn bei David, wie war es denn bei Noah, wie ist es denn Mose ergangen, was hat denn Petrus erlebt und so weiter. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir ganz besonders uns immer wieder einzelne Personen vornehmen in der Bibel und lesen und das mal verinnerlichen, so vielleicht auch ein Stück biografisch. Wie war es denn am Anfang? Was waren denn die Herausforderungen? Was war das Scheitern? Was war die Lösung? Und vielleicht auch manches negative Beispiel, wo man feststellt, nein, ich will nicht enden wie Saul. Ich will nicht enden wie Simson oder viele andere. In dieser Weise lasst uns doch die Wolken Zeugen, die Wolke der Zeugen, also die um uns sind, die permanent um uns herum erfahrbar, lesbar und letztendlich auch als ein Beispiel erkennbar sein sollen. Lasst uns doch darin lesen. Ich glaube, der Heilige Geist wird uns immer wieder erinnern. Schau mal, so war es bei Maria. Und schau mal, so hat es Paulus gesehen. In dieser Weise lasst uns ausstrecken, das Wort Gottes lesen und es verinnerlichen. Der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, denn er will reden und er will uns diese vielen guten Beispiele immer wieder neu in unser Herz legen, dass wir daraus lernen, dass wir uns daran orientieren können und dass wir auch selber zu einem Zeugnis werden für andere. Gott segne euch. Wir sehen uns gerne wieder.